Das ist gut. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Hallo meine Freunde, wie geht's euch? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von der Pokémon Hardcore Randomizer Nuzlocke. Wir machen uns heute auf in den Süden, ja. Da wartet nämlich eine Höhle auf uns. Und eine neue Höhle bedeutet für uns auch ein neues Pokémon. Dementsprechend möchte ich nochmal kurz hier in der Stadt mir ein paar Pokébälle besorgen, denn vielleicht taucht ja wieder ein Moorlord auf und vielleicht bleibt es einfach nicht in 20 Bällen drin. Und dann nehme ich halt diesmal 30 oder 40 Bälle mit, ne? Darf man sich nicht lumpen lassen, ne? Dementsprechend kaufe ich mir jetzt erstmal, ich würde sagen, zünden wir uns nochmal 10. Ich glaube, das ist eine entspannte Sache. Ja, doch. Nochmal, ich hab nur 19. Reichen 19? Ja, ich kaufe jetzt auf jeden Fall mal 10. Dann kriege ich nämlich immer so einen Premierball dazu. Ne? Ja, optimal. Das wird schon reichen. Ein bisschen Geld braucht man doch noch, falls man mal Tränke kaufen muss oder so weiter. Alles ausgeben möchte ich nicht. Aber 19 Bälle werden hoffentlich reichen. Und jetzt ab in den Süden. So, hier wären wir. Und übrigens, für alle Interessierten, ich habe es jetzt endlich hinbekommen. In der Beschreibung stehen jetzt die Regeln. Und ich hoffe, die sind wirklich, sag ich mal, so aussagekräftig, dass da kein Platz für große Lücken oder Missverständnisse ist. Und hier ist die von mir angesprochene Höhle. Aber erst erledigen wir diesen Kollegen. Boah, krasser Orden, Digga. Ja, danke, Bruder. Ich weiß, ich bin ein ganz cooler Typ, so, ne? Aber Autogramme später. Okay. Ich habe das Gefühl, Puma ist hier etwas fehl am Platz. Gaddon könnte hier einen guten Job machen. Aber er hat... Oder Max. Ne, Max wird von den Flugattacken getroffen. Ich hoffe, Gaddon überlebt eine Attacke, was auch immer da kommt. Holy shit, da treffen wir halt einfach mal auf den Lavados. Okay, ja, doch. Das ist auf jeden Fall auszuhalten, ne? Oh nein, ich habe die Kampfanimation schon wieder aus. Es tut mir höllisch leid, Freunde. Es tut mir wirklich leid. Ja, Max, Gaddon muss ein bisschen einstecken, ne? Verteidigung ist vor allem aktuell noch nicht so schlecht. Dank der Entwicklung auf Level 25, habt ihr mir in die Kommentare geschrieben, wird das ein bisschen besser. Aber ist noch nicht so Premium. Als nächstes kommt Spoink. Okay, das ist ein Pokémon von Typ Psycho, ne? Ich würde eigentlich ganz gern Puma ein paar EP geben. Und vor allem Gaddon möchte ich eigentlich ungern im Kampf drin lassen. Vor allem nur mit der Hälfte der KP. Ein ungünstiger Volltreffer und so weiter. Uncool. Die letzte Folge hat mir gezeigt, was passiert, wenn man mal einfach ein bisschen unkonzentriert spielt. Und das soll hoffentlich nicht mehr vorkommen. Sehr schön. Mit Rasierblatt haben wir hier gut Damage gemacht. Stark gemacht, Puma. Und jetzt kommt noch ein Schalocco. Okay, nein. Das ist okay. Da droppen wir einfach einen kurzen Windstoß und dann passt das. Und dann werden auch gleich wieder die Kampfanimationen angemacht. Ihr müsst einfach verstehen, so, wenn ich einfach von einem Ort zum anderen renne oder meine Pokémon trainiere, das spart einfach unfassbar Zeit, diese Animationen immer auszuhaben. Ich bin bloß einfach leider ein bisschen zu blöd, die mal anzumachen, aber das machen wir jetzt ganz kurz, Kampfanimation wieder ein. Ich gehe auch noch kurz ins Pokécenter und heile Gaddon, damit ich den auch mit vollen KP dabei habe. Und jetzt, Freunde, auf in den Einheitstunnel. Und hier gibt es direkt für uns ein neues Teammitglied. Wer möchte sich für uns in die Box setzen? Ne? Einen aktuellen Teamplatz haben wir nicht, aber wer möchte sich in die Box setzen und auf Abruf bereit sein, wenn einer meiner Pokémon stirbt? Hallo? Noch kommt keiner. Ist okay. Seid ihr euch da sicher? Wir haben Kekse in unserem Team. Da kommen sie gleich. Dachte ich mir doch. Und es ist... Junge, das ist ein Statement. Oh mein Gott. Das ist einfach nur freaking nice. Und ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt am besten vorgehe. Ich habe eigentlich kein Pokémon, mit dem ich dieses Vieh gut schwächen kann. Ich habe Angst. Ich werfe einfach meinen Pokéball. Wer weiß, was passiert. Aber das ist... Ich kann nicht mal Erstauner einsetzen von... Oh, lol. Ja, das war absehbar.
Okay, wir haben ein Problem. Wie kriege ich dieses gottverdammte Darkrai in den Ball? Und jetzt kommt der letzte Pokéball. Wie zu erwarten, ist das leider nichts geworden. Sehr, sehr schade. Ich hätte es gerne in meinem Team gehabt. Aber ja, also nur mit Pokébällen und keiner wirklichen Möglichkeit, es gut zu schwächen, hast du gegen solche Pokémon einfach keine Chance. Ach stimmt, der hat ja meinen Windstoß blockiert. Rasiere ich dich halt mit Rasierblatt weg. Schade. Wäre sehr schön gewesen, aber auf dieser Route kein Pokémon für uns. Darkrai verlässt uns. Wäre natürlich Monster gewesen. Also so ein Pokémon im Team zu haben, das wäre natürlich schon sick gewesen. Aber ja, man kann nicht alles haben. Gut, dann kümmern wir uns mal darum, dass wir diese Höhle erfolgreich erkunden. Ne? Und jetzt sehen wir auch, was es hier sonst noch so gegeben hätte. Auch ein Quaxo wäre fresh, ein Wasser-Pokémon. Wäre richtig gut gewesen. Ist alles nicht drin für uns. Ist alles nicht drin. Ich gebe mal dem lieben Puma, gebe ich mal einen Trank. Und mir wurde auch in die Kommentare geschrieben, dass unser unsere Backpfeife Spieler ein Item gefunden hat mit seiner Fähigkeit. Schauen wir uns direkt mal an, was er sich da für uns gesnackt hat. Ein Gegengift. Sehr schön. Mach weiter so, Backpfeife. Gut so. Yo, Bro, was geht? Eigentlich ist er ein Pyromade. Eigentlich sollte ich hier mit, mit Puma mich schleunigst verpissen. Aber, ne, Randomizer regelt. Oh, er hat ein Pokémon. Hat er Miltank? Oh, no. Miltank kann richtig übel sein. Aber mit Ruheort sollte ich ja eigentlich relativ viel machen können, hoffentlich. Wie viel macht Stampfer? Nichts. Okay. Ich weiß nur, es gibt eine Arena-Leiterin. Ich glaube, es ist sogar ein Hardgold und so Silver, die einen Miltank hat. Ich glaube, sie ist sogar Bianca. Und könnte vielleicht sogar die nächste Arena-Leiterin sein, wenn wir nicht in einer Randomizer wären. Und die hat einen Miltank, was einen komplett destroyen kann. Das ist wirklich pervers. Und ich meine, ich hatte da sogar früher sehr viele Probleme bei. Aber hier gar kein Problem. Viel Level unter mir. Easy. Rasiert Puma ohne Probleme weg. Und jetzt. 385 EP für uns. Sehr gut. Die können wir brauchen, denn Puma hängt ein bisschen leveltechnisch hinterher. So, was wartet hier im Keller auf uns? Okay. Hier ist auf jeden Fall was zum Surfen. Ich meine, dass man hier ein Lapras finden kann. Ich glaube, man muss immer freitags zu einer gewissen Uhrzeit in diesem Tunnel surfen. Man muss dann ein bisschen weiter runter, also ein paar Ebenen runter. Und dann kann man hier, glaube ich, ein Lapras finden. Ich meine, ich habe mir hier schon mal ein Lapras gefangen. Und ich meine auch, dass es immer Freitagabend war. Aber ich bin mir nicht sicher. Da ist auf jeden Fall noch ein Item. Das hole ich kurz und dann gehen wir wieder nach oben. Oho. Okay, 39 Felsgrab. Das ist gut. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Auf dem Weg nach hier oben hat mich leider ein Raichu paralysiert, weshalb ich einen Paraheiler einsetzen musste. Übrigens ist mir noch ein Tamheel begegnet, einem Piondragi, und dieses Parasex sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Also überhaupt eine Höhle voll mit ziemlich coolen Pokémon. Natürlich haben wir mit Darkrai den Jackpot bekommen, aber natürlich auch das Pokémon, bei dem wir einfach noch nicht in der Lage sind, es zu fangen. Ne, also in dem Sinne kein Jackpot. Aber hier sind wirklich fast nur starke Pokémon. Also eine ziemlich coole. Oh mein Gott. Es lag immer noch da hinten, nachdem ich es weggefeuert habe. Ach, Tara, guck mal. Da drüben. Dein Lebensgefährte. Nein, du kannst ja nicht hin. Es tut mir leid. Ich muss es umbringen. Die will nicht. Ich würde sagen, wir machen hier ganz, ganz kurzen Prozess. Ich will nicht Master Tim nehmen. Ja, aber Master Tim würde halt einfach einmal drüber rasieren. Komm, scheiß drauf. Er darf halt danach keine Level mehr bekommen. So, jetzt kommt ein Tackle von ihm nach Tara. Es tut mir leid. Aber du bist das einzig Wahre.
Du bist das einzig Wahre. Das ist nur ein ekliger Fake. Auf geht's, Master Tim. Weg mit ihm. Sehr gut. War sogar ein Crit. Es tut mir leid, aber ich habe das nur für dich getan. Naja. Inatara nimmt es ganz emotionslos hin. Ist okay. Puma erreicht Level 14. Sehr gut. Und Master Tim hält gar nicht so viel EP. Also ist noch alles gut. Übrigens habe ich jetzt die Regel so angepasst. Ich glaube, ich habe es auch in die Beschreibung geschrieben. Dass wenn ein Pokémon das Level überschreitet des nächsten Arena-Leiters, dann werde ich es einfach nicht einsetzen. Aber die Nuzlocke gilt dann nicht als gescheitert und ich muss das Pokémon dann auch nicht freilassen. Ich muss dann einfach den Arena-Leiter ohne dieses Pokémon schaffen. Und sozusagen, danach darf ich es wieder verwenden, ganz normal. Ich glaube, das ist eine gute Regel. Damit habe ich jetzt nicht so Probleme mit dem Level. Aber natürlich möchte ich eigentlich auch alle Pokémon mit zum Arena-Leiter nehmen. Also sollte ich trotzdem darauf achten, dass die Level alle unter dem der angegebenen Anzahl sind. Ist da nur Level 4. Aber mit einem Feuer-Pokémon bleibe ich, also mit einem Pflanzen-Pokémon bleibe ich hier safe nicht drin. So, Max, regel das mal. Du resistierst zwar Feuer und kannst dich mit Feuer angreifen, aber du hast ja auch noch andere Attacken, die du verwenden kannst. Denke ich. Nein, hat er nicht. Ich glaube, er war hier nicht die beste Idee, aber es ist nur Level 4. Komm schon, was machen wir uns hier vor? Was machen wir jetzt hier vor? Der Biss wird zwar ein bisschen wehtun, aber wird auch noch resistiert. Also alles easy. Stimmt, Biss ist ja mittlerweile eine Unlichtattacke. Und ich glaube, der Kampftyp von Max resistiert das Ganze. Ein Entei. Ne? Wir haben jetzt einen Darkrai in dem Part. Ein Lavados. Ein Entei. What the fuck? Was geht hier ab? Forstelka ist, keine Ahnung, ich glaube. Oh, shit. Ich meine, das ist irgendwie Typ Gift, Pflanze oder irgendwie Stein. Aber ich glaube Feuer ist gut. Ja, ich glaube, Käfer? Kann das sein? Irgendwie Gift, Käfer, Pflanze? Irgendwo in die Richtung. Tatsächlich ein Pokémon, von dem ich sehr wenig Ahnung habe. Aber ich hatte irgendwie noch im Kopf, dass da Feuer gut ist. Wir sehen heute sehr schöne Pokémon. Das muss man wirklich zugeben. Also wirklich ganz, ganz tolle Pokémon, die hier auftauchen. Wirklich, das macht Spaß. Und ja, mit einer Glut nach der anderen können wir uns hier durchrasieren. Oh! Pokémon überlebt es sogar noch. Was macht Schärfer? Okay, erhöht den Angriff. Ja, ist jetzt nicht unser Problem. Ein Kratzer und das Vieh ist weg. Und damit haben wir auch diesen Wanderer besiegt. Sehr gut. Wir kommen relativ gut durch den Einheitstunnel durch. Es tauchen sehr viele Pokémon auf. Also sehr viele Encounter, wodurch ich immer viel cutten muss. Aber das macht nichts. Dafür haben wir die Macht des Schnitts und den Kollegen nehme ich natürlich auch noch mit. Zum einen wegen der EP, zum anderen wegen des Items. Und er labert hier irgendwas von Zubat. Ich habe noch kein einziges Zubat in diesem Game gesehen. Bruder, mach doch mal die Augen auf. Oh, er droppt mit dem Pokémon rein, was ich hoffentlich bald haben werde. So, Pelipper könnte eine Flugattacke haben. Und das wäre sehr effektiv gegen meinen Puma. Aber ich überlebe das. Ich hoffe, ich werde das überleben. Und ich hoffe, ich kann mit obwohl in den Wünschen sollte nicht viel machen. Ich werde, glaube ich, danach rauswechseln. Oh, es zieht mehr als die Hälfte ab. Okay, dann bleibe ich drin. Okay, er droppt nur den Nassmacher. Ich hatte jetzt halt Angst vor dem Flügelschlag oder so. Das wäre, glaube ich, sehr effektiv gewesen. Aber, naja, wenn nur die Stärke des Feuers schwächt, dann habe ich ihn hier mit zwei Windstößen easy weg. Hätte ich vielleicht auch wechseln sollen, aber wenn acht Level Unterschied sind, dann... Ja, okay, was ich brauche mir nichts vormachen. Nocturne hat mein Snibune einfach weg. Holy shit! Der hat auch eins. Aber komm schon, Puma. Du hast schon mal ein Darkrai in diesem Part weggehauen. Dann machst du einfach noch ein zweites Mal. Hast ja mittlerweile Übung. Ja, easy, gar kein Problem. Darkrai, du bist ein Loser. Ich hätte dich gar nicht haben wollen. Und damit haben wir Fight besiegt. Nicer Scheiß. Und jetzt gucken wir mal, für was wir das getan haben. Für einen Superball. Jetzt habe ich immerhin noch einen Pokéball. Schön. Oh, welches Pokémon? Ah, was ist da oben? Da muss ja auch irgendwas sein. Ja, ein Item. Sehr gut. Und kein wildes Pokémon. Ein Wunder. Ein Trank. Ja, ist nett. Kann ich gut gebrauchen in der Nasenlok. Ach, halt die Fresse. Haha, lol. Guck mal, Puma. Da bist du in uncool. Du bist mittlerweile viel cooler, bist stärker und schicker und... Du... Lass mich jetzt einfach noch diese Höhle raus. Ich weiß, ich könnte einen Schutz einsetzen, aber ich will nicht. Ich tu's doch. Ich tu's doch. So. Nein, nicht Pokécom. Ich balle mit diesem Schutz drauf. Das hat keinen Sinn. Also wie viele Pokémon hier auftauchen, das ist wirklich, das ist krass.
Also ist schon, ich sag mal, ein bisschen unnatürlich. So, Schutz drauf. Das ist eine Art Deo. Das ist Leather and Cookies, was scheiße riecht. Und du möchtest kämpfen, ne? Gerne doch. Auf der Suche nach Pokémon habe ich das ganze Land durchwandert. Ach so. Da bin ich gerade dabei. Also ich bin quasi du in noch nicht so weit. Aber es passt schon. Er hat irgendwie Senior. Auf Level 11, das ist ein bisschen bedrohlich, ne? So, ich sag mal, relativ hochgelevelte Pokémon vom Typ Normal können übel sein. Ich persönlich finde, dass man den Typ Normal immer noch etwas unterschätzt. Ich finde, der hat ordentlich was drauf. Aber es kann natürlich auch nur meine Sicht als Pokémon-Noob sein. Und in der Pokémon-Szene wird Typ Normal übel gefeiert. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich habe zum Beispiel früher nie einen Typ Normal in mein Team aufgenommen. Ich habe immer Pokémon in mein Team aufgenommen, die gegen irgendwas sehr effektiv sind. Und Typ Normal ist halt gegen nichts sehr effektiv. Und dementsprechend habe ich auch nie einen Typ Normal aufgenommen. Aber die können halt auch bockstark sein, ne? Aber hat halt der kleine Hübi, der keinen Plan von Pokémon hat, hat halt nicht gecheckt, ne? Kann man nichts machen, so. Und jetzt packe ich mal kurz ein anderes Pokémon nach vorne, weil Puma jetzt mittlerweile schon bei Level 15 ist, was nicht schlecht ist. Backpfeife, du bist das nächstes dran. Geldon habe ich ungern an erster Stelle, aber muss halt auch mal sein. So, ich habe ja den Schutz drauf, dementsprechend ist hier alles safe und hier bin ich falsch. Und es kommt kein Trainer mehr, okay. Wir haben uns durch diesen dummen Einheitstunnel geschafft. Jetzt müsste aber doch dann bald die neue Arena bald kommen, oder? So, wir sind auf Route 33. Oh, wir können jetzt hier ein Pokémon fangen. Aber ich tue es noch nicht, weil ich mir erst noch mehr Pokébälle kaufen will. Also mit einem Superball gehe ich nicht ins hohe Gras und fange mir ein Pokémon. Ich hoffe, ich kann mir das aufsparen. Also ich hoffe, ich muss hier nicht, um zur nächsten Stadt zu kommen, werde ich nicht nochmal gezwungen, durch hohes Gras zu gehen oder so. Aber ich habe noch den Schutz drauf. Oh, steht schnell. Ah, so viel zum Schutz. So, komme ich an dem vorbei, ohne gegen ihn zu kämpfen? Ach, scheiß drauf. Ich habe das Gefühl, die drehen sich immer um, aber ich bin auch gar nicht zu spät losgelaufen. Aber wir haben ja Backpfeife an erster Stelle. Ja, und eine Backpfeife regelt das. Der ist gut, ein Harmonitas. Schönes. Ich mag Fossil-Pokémon. Ich finde die sehr schön. So, sehr gut. Ja, kratz mal einfach weg. Du hast ja nichts Effektives. Oh, kratzt das hier vielleicht nicht so gut. Oh, lol. Okay, wisst ihr was? It's time for Puma. Kann es sein, dass das Ammonitas Gestein Wasser ist? Also, wenn ich ein Pokémon-Entwickler wäre, würde ich diesem Viech sozusagen den Typ Stein Wasser geben. Und, ich finde das... Das wäre gut. Dann habe ich nämlich eine vierfach effektive Attacke gegen ihn. Lass uns das gleich mal anschauen. Zack, zack, Rasierblatt drauf. Und... Oh. Ich bin geflamed. Alter, Puma ist halt so langsam. Das ist halt echt krass. Das ist wirklich übel. Ich bin sogar langsamer als ein Pokémon, was hier Level unter mir ist. Aber was soll's. Ich weiß ja, worauf ich mich da eingelassen habe. Na, einfach ein langsamer Tank. Aber kein Problem. Vierfache Effektivität, Volltreffer. Das hält kein Ammonitas aus. Ne? Da hat Backpfeife schon Level 15 und er versucht, Spaßkanone zu lernen. Was ist das? Bringt den Gegner zum Lachen und dadurch sinkt dessen Angriff und Verteidigung. Oh, das ist doch schön. Dafür habe ich den Sandwurbel raus, den würde ich sowieso nicht einsetzen. Also Angriff und Verteidigung setzen, finde ich eine gute Sache. Das kann man auf jeden Fall mit drin lassen. So, jetzt habe ich aber schon wieder Puma an erster Stelle, den ich da eigentlich gar nicht mehr haben wollte. Jetzt kommt noch Magnetzone. Oh. Da würde ich jetzt ja gerne zu Max gehen. Ich hoffe, der überlebt eine Attacke. Bitte. Oh, so Magnetzone ist jetzt schon übel. Das sind halt so kranke Pokémon, die dir einfach richtig... Oh, nice. Oh, du bist so blöd. Du triffst die Attacke nicht. Bist du ein Loser. Zack, Glut. Friss das. Oh, lol, hält der viel aus. Oh, krass, hält der viel aus. Ich brauche dreimal Glut, dass das funktioniert. Alles klar. Und jetzt bin ich auch noch verwirrt und verletze mich erstmal selber. Oh, Verteidigung gesenkt und verwirrt. Ich habe irgendwie das Bedürfnis rauszuwechseln. Ich habe irgendwie das... Ich trau dem Braten nicht. Aber wer kann das hier regeln? Kann Tim hier was machen? Backpfeife.
Aber mit welcher Attacke kann Backpfeife? Der kann ja auch nicht regeln. Ich muss eigentlich mit Max drin bleiben, aber der hat jetzt die Spezialverteidigung stark gesenkt. Wenn ich mich jetzt mit einer verwirrten Attacke selber treffe und der dann irgendwie einen Donnerblitz oder so raus hat, bin ich tot. Ich muss mit Master Tim reinkommen und hoffe, dass ich das mit ihm irgendwie regeln kann. Dieses Magnetzone ist ein deutlich größeres Problem als gedacht. Naja, er macht's einfach nochmal, ne? Ist halt krass. Ist halt krass. Aber ich bin 5 Level über ihm. Also eine Attacke müsste ich schon aushalten, ne? So, ich komm jetzt einfach mit dem Fußkick rum. Oh, das ist... Okay, jetzt hab ich halt rumgenoobt. Kampf ist gegen Metall sehr effektiv. Die Info hat mir bisher gefehlt. Magnetzone müsste doch Stahl-Elektro sein. Okay, oh, wow. Könnt ihr mich da mal aufklären? Also ist Kampf gegen Stahl sehr effektiv? Weil das wäre mir nämlich neu. Das wusste ich nicht. Und wir sind in Azeala City. Yes. Sehr gut. Oh, und hier gibt es das Team Rocket-Problem. Ich erinnere mich. Ah, wir sind Team Rocket und wir haben schwarze Outfits. Schwarz ist das neue Weiß. Wer trägt denn heute noch Weiß? Schwarz ist die neue Mode. Wir werden unsere Mode durchsetzen, du Loser. Du trägst einfach noch alte Birkenstock-Sandalen und dein ekliges Strickhemd. Wie kann man denn so rumlaufen? Na, also, na, zieh unsere Kleidung an und wir respektieren dich. Nein, ich zieh niemals eure Kleidung an. Okay, alles klar. Damit hätten wir das geregelt. Und jetzt gehe ich meine Pokémon heilen, dann kaufe ich Pokébälle und da gucken wir, was wir für einen Encounter im hohen Gras auf Route 33 bekommen. Noch eine Chance. Das ist schick. Das ist Schnieke. Pflanze Wasser. Pflanze brauche ich jetzt zwar nicht unbedingt, aber Wasser. Aber ich muss es wieder schwächen. Wie stark ist Erstaune? Wie stark ist er? Nein, ich mach's mit Geddon. Natürlich, natürlich. Mit der Aquaknarre, die ist ja nicht sehr effektiv. Damit kriege ich auf jeden Fall ein paar KP weg. Oh, bitte gib mir dieses Viech. Bitte, 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 bitte. Das wäre gut. Das wär so wichtig. Das wär so gut. Oh, es ist ja dann nicht sehr effektiv und Aquaknarre ist sowieso nicht sehr stark und da müsste ich es doch jetzt eigentlich relativ solide ein paar KP abziehen können. Oh, wow, das ist langsamer als gedacht. Ja, das wird jetzt kurz ein bisschen dauern, Friends. Okay, Freunde, das hat keinen Sinn. Mit Aquaknarre funktioniert das nicht. Vor allem dank Megasauge heilt er sich noch und im Regen heilt sich dieses Kapaloris auch noch. Ich werde es einfach mal probieren. Mit ein paar Pokebällen. Bleib einfach in diesem Scheißball. Alle aufs erste Mal. Ich hätte gedacht, das hat auch irgendeine katastrophale Fangrate. Eine voll entwickelte Pokémon bin ich immer sehr skeptisch. Es bewegt seinen Körper zu fröhlicher Musik, so versorgt es seinen Körper mit zusätzlicher Energie. Okay, mein Freund. Du bekommst natürlich einen Spitznamen. Jetzt muss ich nur mal eben durch meine Kommentare gehen und jemanden raussuchen, der ein grandioser Tänzer ist, um seine Gefühle auszudrücken. Alles klar, ich habe jemanden gefunden, der glaube ich hier gut passt. Und zwar das gute Evoli-Kind, aka Anna. Und da ich das Kapaloris jetzt nicht Evoli nennen will, kann ich es ja... Wenn das klappt. Anna? Evo. Genau, Anna / Evoli nennen. Dass sie immer wissen, dass das Evoli-Kind gemeint ist. Sie ist mittlerweile auch schon sehr lange dabei und vor allem extremst aktiv. Und sie tanzt mit Sicherheit, um ihre Gefühle auszudrücken. Dementsprechend ist, glaube ich, das ein passender Abonnentenname für das Kapaloris. Allerdings muss sie erstmal in der Box warten, ne? Und je nachdem, was aus dem Ei rauskommt, überlege ich mir dann, ob ich das Pokémon aus dem Ei nehme oder Anna mit in mein Team aufnehme. Ich könnte auf jeden Fall sehr gut ein Wasser-Pokémon gebrauchen. Und ja, das soll es für die heutige Folge gewesen sein, Freunde. Sehr cool. Wir haben uns durch den eine Zone gekämpft. Wir haben leider das Darkrai nicht bekommen. Wir haben ziemlich viele coole Pokémon gesehen. Und ein Pokémon, was in der Pokémon-Box auf uns wartet, falls uns mal wieder ein Pokémon verlassen sollte. Freunde, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Daumen nach oben wäre super und bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Hübi.